So, hallo ihr Lieben. Heute möchte ich für euch ein Kartoffelbrot machen. Ich erkläre es kurz, was wir zusammenfügen und dann kann es schon losgehen. Ist ganz einfach. So, wir haben jetzt hier 500 Gramm Dinkelmehl abgefüllt. Dann haben wir hier zusätzlich Kartoffelflocken 100 Gramm, Brotgewürz 10 Gramm, 10 Gramm von Backmalz, einmal Frischhefe. Da unten Trockenhefe im Päckchen und 10 Gramm Salz. So, dann kommen die Zutaten rein, die was wir schon vorbereitet haben. Maximal reicht, wenn ihr da auf Stufe 2 rührt und dann tut so 250 bis 300 Milliliter Wasser rein. Ihr seht dann am Teig, ob er etwas zu flockig ist oder ob er geschmeidig ist. Je nachdem könnt ihr dann nochmal ein bisschen Wasser mit dazugeben. Aber erst ein bisschen verrühren lassen, damit ihr seht, ob das Ergebnis, was ihr wollt, auch schon erzielt ist oder ob noch ein bisschen was dazu muss. So wie es jetzt aussieht, werden wir nochmal ein bisschen Wasser nachgießen und kontrollieren während dem Rühren, ob das Wasser ausgereicht hat. So, jetzt sieht der Teig ganz gut aus. Einfach mal ein bisschen kontrollieren, ob er nicht zu fest ist, ob er schön locker ist. Und dann könnt ihr ihn mit einem sauberen Handtuch abdecken und circa eine Stunde gehen lassen. So, jetzt hat der Teig ist vollends gegangen. Dann können wir jetzt weitermachen. Nehmt ihr ein bisschen Mehl und dann könnt ihr ihn vom Rand lösen schön. So. Am liebsten arbeite ich natürlich mit Dinkelmehl. Das ist mir das Liebste. Erstmal, die Qualität ist viel besser und das ist auch für Allergiker gedacht. Dann könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Mehl nehmen, schön durchkneten. Dann halbiert ihr den Teig. So, ein bisschen mehr. Besser. Und dann tut sie zwei Kugeln formen. Und wenn sie die geformt habt, dann schaltet sie den Ofen auf 240 Grad hoch. Ich habe Ober- und Unterhitze Umluft. Am liebsten wäre mir natürlich Unterhitze Umluft. Und dann lasst ihr die zwei Kugeln, lasst ihr dann schön auf dem Blech gehen, bis sie circa ein Drittel bis zur Hälfte größer geworden sind. Und dann könnt ihr es in den Ofen reintun. Die Form könnt ihr selber bestimmen, wie ihr macht. Ihr könnt es länglich machen. So. Tut es bloß ein bisschen zusammen, weil der geht auf jeden Fall noch gut auf.
Oder ihr könnt es auch rund machen, so wie es euch beliebt, so wie ihr es am liebsten habt. Und dann warten wir, bis er fertig gegangen ist. So, ihr Lieben, also die zwei Teigkugeln sind nochmal schön aufgegangen. Jetzt tun wir es bei 240 Grad in den Ofen reinschieben. Und ich tue immer noch ein Gosch voll Wasser unten rein, dass ein leichter Dampf entsteht. Das lasst ihr so 5 bis 10 Minuten drin, dann geht der Teig innen drin nochmal gut auf, kommt an die Grenzen und dann wird auch die Kruste schön rösch durch den Wasserdampf. Und so nach 5 bis 10 Minuten, ja vielleicht auch 15 Minuten, könnt ihr dann nochmal vorne die Herdklappe, Ofenklappe aufmachen, damit der Wasserdampf raus kann, dann kriegt ihr so eine richtige schöne Kruste hin. Gut, dann tun wir das mal rein. Ihr könnt auch, wenn ihr dann mal wollt, Wasser mit Speisestärke anrühren und aufkochen und damit den Brotteig einsprühen. Dann kriegt ihr so eine typische, klassische, glänzende Kruste wie beim Mischteig. Und ansonsten einfach etwas rauer mit Mehl arbeiten oder so, dann lasst das ganz natürlich. So, jetzt ist es fertig. Prüfen könnt ihr es daran, wenn es umdreht und ihr klopft auf das Brot drauf hinten und es klopft zurück, dann ist es durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass wir uns bald wiedersehen.